Sachen nach oben. Heidefitz, meine Damen und Herren. Hi, Mark. Würde ich jetzt mal nach draußen abgeben. Nein, hier bin ich, der Hazard. Hab das alte Mikrofon wieder installiert und möchte ein bisschen Twitch streamen. Ja, Doom ist rausgekommen. Das heißt, altes Spiel, neuer Content. Was heißt, ist jetzt freigeschalten worden, der ganze Download-Content. Und ich habe meinen Granatwerfer. Ja, mehr braucht man nicht, meine Damen und Herren. Deshalb mache ich jetzt, ja, bin ich auf der Suche nach einer Partie. Einer guten Partie. So wie vorhin. Vorhin habe ich tatsächlich ja, schon ein paar Herausforderungen abgeschlossen. Allein in der ersten Runde mit dem Granatwerfer. Also, der liegt mir irgendwie. Der liegt mir. Ich weiß bloß nicht, warum. Aber ich war schon immer so ein Granatwerfer-Typ, oder, Hut? Darf ich dir kurz was fragen? Was hast du für eine Bitrate rein? Die Bitrate, die habe ich ja komplett vergessen. Aber ich glaube, die ist bei 4,5, meine Damen und Herren. Sieht die gut aus oder ist die total beschissen, hässlich? Man weiß es ja nicht. Man kann ziemlich hoch. Ah, man kann hoch. Man kann jetzt, ich meine, man kann die Einstellung ändern für die Leute. Wir können jetzt tatsächlich, ihr da draußen, ihr könnt jetzt tatsächlich, weil wir jetzt Affiliate seid, sind wir jetzt Affiliate? Ich hoffe es doch. Ja, da könnt ihr tatsächlich die Qualitätseinstellungen in den Boutons ändern vom Videostream. Hm? Wäre doch nicht schlecht, wenn das möglich wäre. Ja, ich gucke jetzt auch zwischendurch mal auf die Technik, da muss ich auch ein Angus Young Steak drauf, ein Argus-Auge aufheben. Sieht gut aus, oder, Hut? Ja. Ja. Anders wie die Gags. Aber egal. Ja, ich möchte hier ein bisschen rulen heute. Nehme jetzt auch Hinterhalt. Da ist tatsächlich schon der Granatwerfer dabei, meine Damen und Herren. Und das ist cool. Eine Runde heute, Mittagsrunde, mehr ist leider nicht drin. Aber demnächst mehr. Ab nächste Woche wird tatsächlich sowas wie ja, ordentlich gestreamt. Da fängt es endlich mal wieder an, auch mit unserer Technik zu funktionieren. Und deshalb, oh, die Map kenne ich aber jetzt nicht. Ach Gott. Ja, will ich auch gar nicht kennenlernen. Bin ja schon längst tot. So, der Hut checkt jetzt auch den Ton gerade, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Oh, ich werde ja schon übel abgeknallt. Das Spiel hat schon leise, kann es sein. Das Spiel ist noch echt leise, ja. Man hört nichts. Ah, vom Spiel hört man nichts. Jetzt hat der Hut mir wirklich übel eine an die Kante gegeben. So, auswählen, ja. Stimmt das dann? Nö. Also, war schon lange nicht mehr im Menü. Okay, jetzt könnte es natürlich wieder funktionieren. So, jetzt Hut. Bist du dann zufrieden? Jetzt kann ich wieso nicht mehr Erster werden. Habe ich mir eigentlich vorgenommen. So. Ah, wer hostet uns denn da? Nerdwars ist hosting us. Ja, wunderbar. Hallo, Nerdwars. Das ist ja eine coole Geschichte. Sehr geil, sehr geil. Was ich jetzt hier mache? Ne, ja, ich versuche zu skillen. Weiß bloß nicht, wann es anfängt. Die Map kenne ich aber auch nicht. Oh, du bösartiges Monster. Habe ich dich nicht noch erwischt? Ey, nee, das. Warum ruckelt das jetzt auch? Gut, hast du dafür irgendwelche Angaben? Weil jetzt ruckelt es tatsächlich hier auf dem PC. Ja, als wäre es immer wieder. Ja, nee, jetzt geht's wieder, aber vorhin hat er noch so gemacht, als würde er dieses altmodische Ding namens Defragmentierung ausführen. Eieieiei! Wo ist jetzt der hin? Komm du nur her, du Bestie. Ah, hallo, Simpex! Das ist ja geil. Und Blue Panda ist auch da. Nerdwars ist da. Ja, sehr geil, sehr geil. Meine Damen und Herren, wir sind wieder back in action, wenn man das so sagen darf. Take that, sage ich mal dazu. War das überhaupt die Band? Back in action? Back in Britney Spears Popo again? Ja, kann sein. So, ich frage mich bloß, warum das hier so ruckelt. Naja, ist egal. Man kann ja nicht alles haben im Leben. Nur das meiste. Stress. Oh, mitten in der Luft abgefackelt. Das ist natürlich vom Feinsten. Und Blue Panda, du hast heute und hier und jetzt die Möglichkeit, tatsächlich auch die Qualitätseinstellung des Streams einzustellen. Das bedeutet, man sieht meine gurkenhafte Fresse, leicht aufgebläht heute, und das Spiel, ja, zusammen mit dem Ton. Was ist das für eine Symbiose? Also da kacke ich mir ja glatt in die Richtung. Rose. Oder Rose kaufen. Ich bin ein bisschen aufgedreht, ich habe mich nämlich... ordentlich. Oh nein, nicht der fiese Baron kommt wieder. Ah, ne, es ist einer von uns gewesen. Das ist cool. Ich habe nur noch sein Ei, ja, sein Eierkorb gesehen. Sehr schönes Ding. Ja, jetzt macht er den da hinten kaputt. Ja, mein einzigstes Opfer. Schade. Oh, zu dritt kommen sie da. Das ist natürlich erfolgreicher Start. Die Errungenschaft ist ja schon freigeschalten. Wie fett geil ist das? Wäre das Ruckeln nicht? Hier im Spiel jetzt allerdings. Naja. Man, es wäre ja zu schön, meine Damen und Herren, wenn mal bei uns alles einwandfrei funktionieren würde. Ah, naja, muss man durch, muss man durch.
Ja, es funktioniert. Das nehme ich als positive Antwort auf, Blue Panda, dass es geht. Dass es geht. Und dass meine Stimme eines... schon wieder. Hut, schon wieder freigeschalten. Spaß mit Sprengung. Dank dem Granatwerfer, den ich jetzt gerade aktuell nicht beherrsche, aber beherrschen möchte. Scheiße. Schon wieder tot. Es funktioniert. Blue Panda, das ist mal eine Nachricht. Halleluja, sage ich dazu. Wunderbar geil. Ah, das hat uns nämlich, das nimmt uns im Magenweh weg, muss ich echt sagen. Also das ist, ja, hier jetzt, dass wir irgendwie Affili-Lalalalate sind. So, ja, hört sich an wie so eine, oh, eine Nudelmarke. Ah, nee, die heißt, glaube ich, Felazio, oder? Ne, ich weiß schon gar nicht mehr. Falatelle oder Falfare. Ich kenne mich doch mit italienischen Nudeln nicht so aus. Ich habe die noch nie gekostet. Nee, ich bin gar nicht so der Nudelesser, ist mir gerade aufgefallen. Ja, der Hut schon. Der schlürft runter. Oh, zum Glück, der hört mich gar nicht. Ah, Simpex, hallo! Ja, wie geil ist das? Sehr geil. Sehr cool, Simpex, dass du hier reinguckst. Heute tatsächlich nicht in einen Teststream, das ist ein offizieller, ja, so ein Mittagsstream, wo einfach mal ein bisschen gefraggt wird, wo ich tatsächlich auch zum Fraggen komme, dank dem Granatwerfer. Der alten Geilsau. Guck dir das an. Ja, ich frage mich bloß, wo der ganze Mutterspeck hin ist von mir. Was wollte ich jetzt sagen? Warum das jetzt hier in der Map so ein bisschen ruckeln anfängt. Also das ist jetzt unangenehm, aber das sollte euch nicht stören. Weil ihr wollt ja nur den Scheiß aus meinem Mund wahrscheinlich mitbekommen. Ja, der üble Rotz da, der immer rauskommt. Der raus möchte auch, muss ich sagen. Ist ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, meine persönliche Runde bei Hannibal, also bei einem Psychologen, Physiologen, Psychopathen. Da fällt mir gerade eine Frage dazu ein. Ja, wer ist eigentlich euer Lieblings-Hannibal-Lecter? Ist es der Mads Mikkelsen oder der Anthony Hopkins? Ich muss leider sagen, ich bin jetzt durch die Serie schon geschändet worden. Für mich ist es der Mads, der Mikkelsen, die alte Drecksau, die alte Drecksgurke, die geile Sau. Ja, danke schön, Blue Panda. Wirklich, ja. Anthony Hopkins musste ein Stück weichen für Mads Mikkelsen. Das ist der Oberpsycho himself, schon seit Casino Royale. Für mich die absolute Number One, schon als Bösewicht. Ja, okay, die alten Bond-Bösewichte lassen wir mal kurz weg. Aber nennen wir mal die neuen Bösen, the new bad, ja, die neuen Bösen in den Mund. Und da ist es für mich immer noch hier, Casino Royale, hier Mads Mikkelsen. Schon allein mal im... Mit so diesem knorpeligen Seil. Ja, wie heißt der Typ nochmal? Der Schauspieler hier, Hut. Wer hat den Bond gespielt in Casino Royale? Weißt du das, Hut? Nee, der Hut hört mich gerade nicht. Scheiße. Hut! Wie? Ach Gott, ist das schön. So, kurz in den Chat geguckt. Da bin ich ja gar nicht dabei. Schade. Wie hieß der bei Casino Royale? Der Bond. Wie hieß der nochmal, der Bond? Der Daniel Craig, genau. Mads Mikkelsen hat in Casino Royale mit so einem knorpeligen Seil dem Bond halt die Eier perforiert. Von unten, so richtig unten dran geklatscht. Das war eine sehr, wenn man das so sagen darf, in Anführungszeichen, sehr schöne Folterszene. Gibt's auch nicht so immer, dass man von Hannibal, wie soll ich sagen, ja, bearbeitet wird. Ja, unterrücks, ja, Fußbodenwäsche, was auch immer ich damit meine. Es ist schlimm. Der Hut hat jetzt auch schon die Tür zugemacht, habe ich vorhin vergessen. Und er sieht heute ein bisschen kaputt aus, der Hut. Was hat er gemacht? Fragt man sich. Nicht viel. Aber sehr viel in Sachen Schnitt, muss ich sagen. Leck mich am Arsch. Er tut also ein paar lustige Sachen zusammenschnipseln, die ja ihresgleichen suchen wahrscheinlich. Sehr trashige Kost, aber vom Feinsten ausgeführt. Mit einem Take. Ja. So muss das sein. Kommt man hier eigentlich auch weiter? Im Leben. Ey, Waffensets. Ja, habe ich jetzt Waffensets freigeschalten. Dem war ich mir nicht bewusst. Ah, grüß an den Hut von Blue Panda. Oh, danke. Vielen Dank. Zurück. Ja, falls du das gehört hast, ansonsten übersetze ich dir nochmal. Vielen Dank. Zurück vom Hut. Ja, aus dem Hut sozusagen. Ja, South Central bei mir. Also bin ich aufgewachsen. Mental zumindest. Mit NBA, Ice Cube, ganz klar. Okay, ich muss zugeben, ich bin nicht dringend der größte Snoop Dogg-Fan. Muss ich zugeben. Dr. Dre, da hatte ich auch nicht immer den Dreh raus. Also ich war so eher der Ice Cube Man, oder? Ja, Eazy-E, ja, obwohl, ja, eher Ice Cube. Ja, sie ist ja auch so, das, wie soll ich sagen,
das Vorzeigeobjekt von NBA gewesen. Ja. Ah, auch vom Simpex. Einen Gruß. Danke. Ausgerichtet. Danke zurück. Auch von meiner Seite nochmal übersetzt. So. Die Map kenne ich. Die ist cool. In der verhalte ich mich wahrscheinlich ein bisschen professioneller. Nee, wahrscheinlich weniger. Aber ja, man hofft das Beste. So. Du bist noch zu jung. Niemand ist zu jung für NBA. Und vor allem nicht für Matt. Scheiße. Matt Mickelson. Die alte geile Sau. Ja, nee, ist wirklich ein cooler Hannibal. Lecco mio, muss ich sagen. Also da versuche ich zumindest heute Abend noch ein bisschen eine Serie mitzubekommen. Eine Folge, Entschuldigung. Zu mehr wird es wahrscheinlich nicht reichen. Leider auch nicht ganz zu einem Chaos-Play. Aber wir hoffen, dass wenn die Technik, und ich denke, es funktioniert jetzt zumindest, wenn die Technik mal funzt nächste Woche, gibt es so, ja, so einen krassen Scheiß wie jetzt öfters. Und dann werden auch die Chaos-Plays hoffentlich ein bisschen frequentierter. Das ist wichtig. Hat dank der, ja, wie soll ich sagen, etwas unzuverlässigen Technik ein bisschen gehakt. Aber naja, wir sind jetzt auf einem guten Weg der Besserung. Oh! War das nicht ein Bösewicht? Ist der Scheißtyp da hinter mir her? Was ist das für eine alte Franze? Ja, Franziska von Alm, ja. Oh! Was habe ich jetzt eingeschalten? Das ist ja Zauberwerk! Was ist jetzt los? Ich drücke niemanden an Knöpfen rum, die ich nicht beherrsche. Was war das für ein Schwachsinn? Hat er sich weggebumst? Mit seinem Teleporter-Scheiß. Das habe ich schon immer gehasst, muss ich zugeben. Auch bei Unreal Tournament und so weiter. Dieses Wegteleportieren, das ist nichts für mich. Die Skulptur ist kaputt. Ach so, ja, dann ist... Ja, okay, dann passt ja beim nächsten Mal besser, Blue Panda. Ja, man kann uns jetzt wirklich summen, ja. Richtig gute Hühnerbrühe sind wir, hoffe ich zumindest. Haha, Waffelreib ist da! Jetzt habe ich den Namen erst zuletzt. Nee, du bist nicht im Schlaf gestorben. Alles ist zurück. Das Schlimmste ist zurück. Ich bin zurück. Und wir spielen hier, das königliche Wir, ich in dem Fall. Spiel ein bisschen. Oh, Doom. Nee, an den traue ich mich nicht ran. Das ist so eine Allzweckpfeife hier. Ich drücke immer den falschen Knopf. Vorhin hat es doch einwandfrei funktioniert. So, jetzt strenge ich mich aber wirklich mal ein bisschen an. Waffelweib, was ist denn, was ist da los? Wie cool ist das? Cool, dass du reinguckst. Ja. Wir haben ja die Crew schon fast wieder zusammen, meine Damen und Herren. Doomfist! kommt er echt am 27. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, Doomfist ist leider für mich so ein Nahkämpfer, aber wird natürlich ausprobiert. Obwohl, ich bleibe wahrscheinlich wieder bei Rorschach hängen, wollte ich schon sagen. Nee, bei Dingsbums hier. Ja, mit dem Granatenhals. Wie hieß der nochmal, Mensch? Ja, oh! Sehr schlecht gespielt. So. Ich streng mich jetzt wirklich an. Oh, jetzt habe ich mir die Hämorrhoiden zerdrückt ein bisschen. Ach, ist das scheiße. Ja, das ist das halt bei alten Männern. Da wird das echt mal so ein bisschen fluffig unten rum irgendwann. Vom langen Sitzen. Oh ja, von wenig körperlicher Arbeit zumindest. Die fehlende körperliche Arbeit. Ja, denken ja, vielleicht. Zumindest macht man so. Aber körperlich, da bin ich wirklich... schwanger mit einem Kind, das, wie soll ich sagen, ja, ein Bastardkind darstellt. Also, ja. Oh, viel zu früh reif, viel zu früh reif. Ein ganz doofes Kind. Möchte weggeschenkt werden irgendwann, aber naja. Ey, guck dir das an! Da kommen die ganzen Tanten jetzt unten an. Ist bestimmt auch einer hinter mir, oder? 100%. Gehe ich nochmal hoch? Nee, jetzt taucht die Pfanne vor mir auf. Komm du nur her. Du Bastardgestalt. Oh ja, da kommen sie ja zu zweit hoch. Scheiße. Junkrat, richtig. Oh nein, das will keiner wissen, Blue Panda. Nee, ich werde dir leider nicht mitteilen, dass ich 37 Jahre bin. 37 Jahre ist das alte, ja, das Fleisch hier alt. Ja. Oh. Oh. Und es trägt tatsächlich Früchte unterhalb des Körpers. Was? Hämorrhoiden? Nein, das sage ich nicht. Nee, was wollte ich damit sagen? Weniger Gutes zumindest. Ich versuche mich echt anzustrengen, aber die Runde geht wirklich an euch. Ich habe ihn, den Gegner natürlich auch, wie soll ich sagen, Vorgang gelassen. Oh, und verbringe jetzt den Rest meines Lebens in der Lava. Ey, guck dir das an. Ja, guck mal, wo die alle sind. Tot, die
Inspiration. Ich habe sie getötet. Da steht sie. Tot. Vierfach Schaden gespawnt. Mein Kerl ist auch. Ja, das hört sich aber. Warum nennst du deinen Kerl Kerl? Ach so, ja, dann 37. Ja, dann ist das ja ein gutes Alter, Mensch. Also dann stimmt das. Dann stimmt das. Lupana, dann stimmt das natürlich. Vierfach Schaden fallen gelassen. So als wir mal wie keine coolen Oma. Nee, das ist eine coole Oma. Waffelwald. Ja, ist doch cool. Also ich hätte natürlich scherzeshalber natürlich wieder Odenwald in was Schlimmeres umgewandelt. Jetzt nur um meinen Scherz, wie soll ich sagen, darauf aufzubauen oder so. Aber nee, alt ist ja relativ. Zumindest die Zeit hat ja hier der Albert gesagt. Alfred? Oder hieß er Alfred Einstein? Ich weiß es nicht. War das der Bruder? Bin mir unsicher. Ja, was, 5 Kills fehlen mir noch? Nee, dem Team. Ja, leider kenne ich sowas wie Team nicht. Oh, Entschuldigung. Das wollte gar nicht so rüberkommen, Mensch. Hund, halt, ja. Ja, Waffelweib. Genau das meinte ich. Ich bin ja ein Scherzbold. Das wisst ihr zwar noch nicht, aber das kommt noch. Ja, da tue ich mich irgendwann am nächsten Mittwoch nochmal outen als Scherzbold. Ja, 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 das kommt noch. Das kommt. Das kommt noch, kommt groß. Warum bin ich da nicht dabei? Dann haben die das viel. Entschuldigung, das Spiel falsch gemacht. Also, wenn ich da nicht im dritten Platz auftauche, Mensch. Oh, der Kaffee macht mich ganz zittrig. Ja, das ist leider so eine Familienangelegenheit. Kaffee machen ist bei uns eher, da kommt es nicht drauf an, wie viel Wasser noch in dem Produkt ist, sondern wie viel Erde noch ja, aufgestockt werden darf. Also würde man ja die Tasse leer trinken und einen Samenkorn reinfeuern, würde daraus einen kompletten Baum wachsen. Also der bräuchte nicht mal mehr Wasser oder irgendwas oder Säule, also Erde oder so, was da für ein Scheiß halt doch zum Wachsen gebraucht wird. Das ist wirklich Kaffee. Also wenn das der Kaffee, wirklich der Inhalt des Kaffees ist, ist das hier die Erde davon oder der Mousse. Ich habe den Namen vergessen, was es denn ist. Also du trinkst keinen Kaffee, dann sei froh. Dann sei froh, Waffelweib. Ah, der hieß Albert. Ja, stimmt. Albert Einstein. Es gibt ja auch Siebenstein. Ich finde, wenn man Siebenstein heißt, das war der Rabe bei dieser Fernsehsendung, muss man ja siebenmal so schlau sein. Aber ich glaube, der war gar nicht so schlau. Dieser dicke Koffer da in der Serie, ich glaube, der hat eher drin gehabt. Also, der hatte zumindest was in sich. Der Rabe war, glaube ich, doof wie Scheiße. Bin mir da noch unsicher. Ich muss das aus der Vergangenheit abrufen. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Also Vergangenheit abrufen ist sei jedem. Du trinkst welchen, aber nicht so. Ah, Siebenstein ist ja wirklich cool gewesen. Also, Entschuldigung, dass ich den Rabe jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, ins Negative gezogen habe. Ist auch nur scherzeshalber. Aber wie trinkst du deinen Kaffee? Jetzt mal ernsthaft die Frage zurück. Sag bloß nicht mit Milch und Zucker wie der Hut. Achso, okay. Das ist cool. Ja, nee, das ist cool. Ah, oh, He-Man war ja natürlich. Oh, He-Man. Da haben wir noch die Figuren hier rumliegen. Mit denen spiele ich immer noch an mir rum. Herum. Nee, ist wirklich. Kennst du noch, wir hatten da so eine. Oh, da haben wir die geklaut von jemand. Ich glaube, die haben eher geklaut. Wir haben ja damals wie die Spatzen geklaut. Nee, ja, mein Scherz. Wir hatten ja von He-Man auch so eine halbe Burg. War da nicht so eine halbe Burg dabei? Also es war nicht die ganze Burg, also es hat ja gereicht früher, weil die Kinder wurden ja früher nicht so verhänselt wie heute, also da musste man sich den Rest von der Burg noch vorstellen. Also es war nur eine Viertelburg, aber wir hatten den vollen Spaß. Stellt euch das mal vor. Heutzutage muss alles vorgefertigt sein. Du kaufst dir so eine Lego-Figur, da ist der Scheiß schon zusammengebaut, von kleinen Kinderhänden zusammengeführt worden und da fragt man sich, ja, das Kind, also nicht das Kind, das gebaut hat, leider, Entschuldigung, aber ja, das muss ja nichts mehr denken heutzutage. Oh, die Bombe ist unterwegs und schon wieder jemand abgemurkst. Herausforderung beendet. Ach so, das ist traurig, Waffenwolf. Oh. Ah, nicht so viel davon, Blue Panda. Das ist cool. Ja, okay, dann bist du so mittendrin. Ich weiß ja nicht, wie der Hut seinen Kaffee, wie soll ich sagen, verunstaltet. Aber ich glaube, Hut, du machst ja ein bisschen mehr Milch rein, kann das sein? Aber dafür ist er auch kräftig. Also der Hut macht ja, wie gesagt, ja, von Elternseits und von Hutseits ist unser Kaffee immer horrormäßig, wie soll ich sagen, koffeinlastig. Also das ist wirklich eine Last, die, der Blast, ja wirklich, also da wird jeder Hodenkrampf, wie soll ich sagen, freigeschalten.
Das ist wirklich eine kräftige Mischung. Oh, Ausbildungslager. Bang, bang, ja. Tschüss. Bang, bang ist tot. Hut, schon wieder jemand abgemurkst, aber vom Feinsten. Wirklich schön, wirklich schön. Auf was wollte ich noch raus? Genau, warte mal, da war noch was. Eine Knödelparty, da Markus. Siehst du, gerade vorhin haben wir es noch von Markus gehabt. Da ist er. Ja, hallo Markus. Ja, es ist Mittag. Ich habe ein bisschen Zeit. Ich nehme mir wieder Zeit. Ja, um mittags, ja, um euch, im Grunde geht es nur darum, um euch zu ärgern. So, jetzt wisst ihr es. mit mir zu ärgern, genau. Weil das kann ich gut. Und das muss auch so bestehen bleiben, finde ich. Auch wenn, es skilltechnisch jetzt ein bisschen nachlässt. Vorhin hatte ich noch Herausforderungen oder Errungenschaften, die ich hier geschafft habe. Aber jetzt nicht mehr. Schade. Naja, ist egal. Drauf geschissen. Ich gucke jetzt mal eher in den Chat rein. So, Knödelwut. Ja, wir haben wieder über dich geredet, natürlich, Markus. Du bist eine so pompöse Statur. Auch mental. Von dir muss man einfach reden. Im Guten wie im Schlechten. So, du weißt, was ich meine? Ja, ich mein's gut mit dir. Ich mein's immer gut mit dir, Markus. Oh, Scheiße! War das jetzt so schlecht geschossen, dass ich mich an meinen eigenen Schuhsenkeln erhängen möchte? Ach Gott, nee. Ja, komm, wir nehmen mal hier diese... Nee, da ist wieder so ein Brustpanzer in meinem Arsch hängen geblieben. Entschuldigung, das möchte ich gar nicht gesagt haben. Oh, da macht auch einer mit dem Granatwerfer rum. Das ist schade, weil den beherrsche ich eigentlich nur. Nee, friss doch das Ding, Mensch. Latte, da nennt man doch... Lila Launebär. Ach, das war im RTL, Waffelweib. Kennst du den auch noch? Ach du Scheiße. Der sah immer so knuffig aus, aber er war eigentlich ziemlich frecher Bär, glaube ich. Das ist so wie der Bär, wenn man das mittags überhaupt so sagen darf, wie der Bär von Lindsay Lohan, also von Frechigkeitsgrad her. So, Scheiße. Genug der widerlichen Scherze, hier bin ich. Ich weiß bloß nicht warum. Sehr geil. Sehr schön gemacht. Nicht von mir, aber vom gegnerischen Spieler. Er ist nämlich gestorben dabei. Das ist cool. Das finde ich jetzt schon wieder... Oh, guck mal, da steht die ganze Drecksbande da hinten. Ich habe einen anderen Knopf für... die Granate werfen. Irgendwo habe ich ihn hier auf dem Steam-Controller hingeworfen und finde ihn nicht mehr. Ja, wer braucht auch schon einen Granatenwurf, wenn man einen Granatwerfer hat? Ist richtig, ist richtig. Habt ihr völlig richtig erkannt? Ich habe euch aus der Seele ge... Ui! Bleib du nur weg von mir! Du Scheusal! Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich halte noch eine halbe Stunde aus, Blue Panda. Oh nein, echt? Das ist aber, ist das eigentlich, ist es ein liebkosendes Wort, Knödel? Naja, ja, mich nennt man immer noch so. Das ist, weil ich überall Pußbacken habe, auch unten rum. Ja, doch, nee, ist so. Vielleicht ist das eher frech gemeint gewesen, Waffelweib, ja. Nee, würde ich ihm nicht so durchgehen lassen. Nicht mehr in dem Fall. Ja, stimmt. Das war der Typ. War das nicht der Matlock, wollte ich schon sagen. Nee, das war der Tom Selleck von RTL hier, vom Lila Launebär. Der Typ. Der hat ja wirklich die fettigsten Hemden an. Das stimmt. Das war wirklich eine schräge Zeit damals. Damals konnte man vor allem noch RTL gucken. Was jetzt nicht mehr möglich ist. Also, zumindest für mich. Ja, es ist wirklich so. Es ist grauselig geworden. So, jetzt streng ich mich aber noch ein bisschen an. Ist ja nicht so, als wäre... als würde ich nicht mal erster Platz sein irgendwann. So. Also er meinte es lieb, dann ist ja gut. Nee, Markus, das glaube ich auch, das ist einfach nur, wie soll ich sagen? Uns ist dazu was eingefallen, vor allem Waffelvibe. Und ich denke bei Knödel auch immer nur an die Funny-Geschichte, die man da irgendwie, keine Ahnung, zusammenrührt. Nee, die muss man gar nicht mehr rühren. Ist wie bei den Legos heutzutage. Alles ist schon vorgepackt. Ja, zusammengemöbelt. Oh, da kommen sie zu dritt. Haha, die Wurstbande. So, pass mal auf. Da kommt ja schon. Was macht denn der? Bist du für des Wahnsinns? Das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich bestimmt zwei oder dreimal hintereinander Assist bekommen. Ich fühle mich gar nicht wie so ein Assist. Ja, so ist es halt. So ist es. So assist es halt. So, jetzt mal gucken. Jetzt mal Spaß beiseite. Kritische Überladung. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Punktelimit erreicht.
Es ist gut zu wissen. Sieg, ja, aber nicht für mich. Das war kein Sieg der Herzen. Nee. So. Ja, ich trinke meinen Kaffee, wenn ich ihn trinke. Eher ausspucke. Nicht, ich bin nicht dabei. Schade. Naja, egal. Ich trinke tatsächlich komplett schwarz. Mit ordentlich Zucker. Ja, warum mache ich das? Kurzzeitenergie. Nee. Schmeckt man sonst anders gar nicht, muss ich sagen. In Filmen wird ja oft ein Gericht bestellt, was vom Kaffee ausgeht, das ohne Zucker stattfindet. Also Kaffee ohne Zucker. Gibt's das, Hut? Ich glaube, das ist nur so eine Fabel aus dem Fernsehen, aus dem Film. Ich kann mir niemand vorstellen, obwohl zwischendurch trinke ich ihn tatsächlich ohne Zucker. Das ist aber nur, wenn ich tatsächlich mordlustig bin oder zu viel versucht habe, Radio zu hören. Wenn man dann... Rache wird kalt. Ja, Rache wird eigentlich kalt serviert und ohne Zucker, aber das ist bei mir anders. Du bist ein Assassin. Oh, das ist schön gesagt. Ich habe schon eine verstanden, aber das wäre mir auch recht gewesen. Ja. Ich bin kein Grill, ich bin ein Apache-Helikopter. Warte mal, woher kenne ich den Spruch? Ist das ein Spruch aus dem Film? Hat das The Rock gesagt? Der Schweine-Johnson? Ich weiß es nicht. Ich schwitze ja schon. Oh, der Predator ist auch noch unter uns. So. Das war in Ted. Ach du Scheiße. Aber nicht im zweiten. Den zweiten müsste ich eigentlich noch ein bisschen auswendig kennen. Wobei der erste, glaube ich, besser war. Der erste war zumindest trauriger zum Schluss hin. Der zweite auch nicht schlecht. War da nicht was mit der Comic-Con? Bin mir da noch unsicher. Very Anschauer, sozusagen, meine Damen und Herren. So, jetzt streng ich mich aber wirklich an. Jetzt, also, meine Damen und Herren, wenn ich schon mal streame, dann aber richtig. Die Technik funkt sie noch. Ich hoffe. Es sieht grün aus. So wie ich heute. Right in the fields, Bro. Das ist cool. Das ist cool. Ja. Oh. Jetzt merke ich doch den Kaffee. Wenn ich den Kopf ein bisschen zu stark hin und her schüttel. Das ist, wie gesagt, ich tue mich da gerne auch auf eine Quelle, die Lindsay Lohan revanchieren. Ja, also die wird ja auch ordentlich durchgerüttelt oder wurde ordentlich durchgerüttelt. Nicht vom Kaffee, natürlich, aber keine Ahnung, von portugiesischen Gärtnern, wenn ich mal so politisch unkorrekt sein darf. Aber ich glaube, sie wurde sogar von Herbie genommen. Wenn man das so im Mittagsfernsehen ordentlich ausdampfen darf. Ach Gott, ist der nicht tot, wenn er sein muss? Ach komm, ich hab ihn noch! Out of the grave nennt man das, glaube ich, heutzutage. Ich muss ja noch noch viel lernen in Sachen Spiele spielen. Oh, da draußen ist Zero Gravity. Hut, hier gibt es Zero Gravity Level. Ist das nicht geil? Hier kannst du springen. Ja, und tauchst erst mal wieder 5 Jahre danach auf dem Boden auf. Ich glaube, so muss ich Maroon 5 gefühlt haben, als ich noch groß dran war. Ja, für ein Jahr. Nee, für 10 Jahre. Ich glaube, Maroon 5 Lieder sind 10 Jahre lang im Radio gelaufen. Jeden Tag. Ja, da war Natasha, wollte ich schon sagen. Natasha Bedingfield noch ein Engel dafür. Maroon 5. Mein Gott, wenn ich euch irgendwann mal erwische, dann mit einem Flammenwerfer. Scherz beiseite, mein Gott. So schlimm bin ich gar nicht. Ich habe Maroon 5 gern. Wenn sie nicht im Radio laufen. Oder sonst wie auf Spotify vertreten sind. Ja. Ja, aber es ist wirklich so, ich bin ja schon eklig heute. So, Butterbärle. Ja, ja, Markus ist wirklich, also ich bin auch sein Butterbärle. Nee, es ist wirklich so, Waffelweib. Wir sind absolut gebuttert hier und ich habe ihn auch noch viel schöner genannt. Das ist ja, wie soll man sagen, das ist ja nur öffentlich hier. Das ist ja sonst viel schlimmer, viel romantischer, glaube ich. Ja, doch. Also Butterbärle ist schön, aber... Wir haben uns schon genannt, da wird jedem weich vor den Augen. Oh, Scheiße. Das war schlecht geschossen. Ich frag mich, warum das Spiel nur... Also, der Patch ist wirklich geil, der Apache hier. Wirklich cool, auch mit diesem Granatwerfer, der jetzt automatisch freigeschalten ist. Der Download-Content mit den ganzen Maps, sehr geil. Nur frage ich mich, warum das Kack hier ruckelt. Was ist da los? Ich fühle mich ja schon ein bisschen wie der von Köln hier. Käfer von Köln. Oh, wo bist du? Bist du nicht rausgefallen? Dann stirb doch wenigstens. Der Clemens ist tot. Die alte Saufurche. So, da ist noch einer. Spaß mit Sprengung. Hut,
Ich habe mit meinem dritten oder vierten Ding schon die vierte Errungenschaft mit dem Granatwerfer freigeschaltet. Oh! Oh, ein paar Beispiele brauchst du, Waffelweib. Oh Gott, ja, warte mal. Also, wir hatten es oft mit Butter. Also, Butter kam schon oft drin vor. Also, Markus, da bist du jetzt gefragt, weil ich versuche gerade das nochmal Revue passieren zu lassen, wie das mit den Tomaten halt so passiert, wenn sie Ketchup werden. Ja, warte mal, lass mich überlegen. Also, Butter. Hey! Ist das Closed-Window-Erfahrung hier? Ja, ich denke schon. Lass mich überlegen, Waffelweib. Lass mich überlegen. Also, wir hatten da schon noch schlimmere romantische Errungenschaften freigeschalten, Markus und ich. Wirklich, ja, man kann auch sagen, gern widerliche Errungenschaften. Oh, scheiße. Wo ist denn jetzt der Feind? Der Feind ist nicht mehr da. Er war hinter mir. Ah, du musst, ja, dann habe ich ja noch Zeit. Ich mag nicht, ich weiß, Markus, ja, dann unterlassen wir das lieber. Mein lieber Herr Gesangsverein, Vorrein. Ja, aber, mir fällt jetzt wirklich keine, wie soll ich sagen, kein liebenswerter, wie soll ich sagen, keine liebenswerte Bezeichnung für den Markus mehr ein. Also wir hatten es wirklich oft mit Butter. Ja, was das jetzt bedeutet, das möchte euch, ja, sage ich euch, wenn das Licht ausgeht. Mein Licht in dem Fall. Oh, jetzt hat's gepiepst. Ah, der Flo! Hat er es gesehen? Ja, es hat gepiepst. Der Flo hat mir geschrieben. Lieber Onkel Flo, falls du hier gerade zuguckst oder falls du sozial aktiv bist, das, was ich in der letzten Zeit eigentlich weniger war, vielleicht auch glücklicherweise, weil sozial aktiv sein muss ja nicht immer sein, das wird überbewertet, vor allem auf Facebook. da ist man ja eher nur so, wie soll ich sagen, Frischfleisch für Sponsoren, schätze ich mal. Aber nein, was wollte ich jetzt sagen? Flo, ich schreibe dir bald zurück, sobald dieses wunderschön geskillte Let's Play, das jetzt mich ordentlich ärgert hier mit der Zero-Gravity-Scheiße. Comeback-König bin ich. Oh, man nennt mich auch noch Comeback-König. Oh. So, wo bist du denn? Ah, da ist der dicke Fleischmann. Habt ihr den dicken Fleischmann erkannt? Da ist er. Gegnerischer Dämon getötet. Haha, Waffelhalb ist zurück. So, und mir ist immer noch nichts eingefallen. Zumindest von den Schweinereien, die wir uns gegenseitig zugeflüstert haben. Der Markus und ich. Ja, vielleicht ist es auch besser so. Vielleicht habe ich das verdrängt. Um meine Seele, wie soll ich sagen, von einer ordentlichen Last zu befreien. Ja. Und um Platz für neue Schleimereien, ja, zu finden. So, zumindest Assist, das ist cool. So gefällt mir das. Hier stirbt gleich jemand. Schon wieder ein Assist. Scheiße. Das Kacke hier. Habt ihr da euch beigedacht hier, ihr Entwickler? So, jetzt kann ich wirklich nur noch mit dem Maschinengewehr ran. Das ist doch zum... Ja, eben, es ist wirklich besser so. Ja, nicht auch den Kammerbergkönig? Wie? Warte mal. Ist hier jemand... Bist du im Spiel drin gewesen? Nee. Sag das nicht, Waffelweib. Ist echt? Habe ich dann auf dich geschossen? Ja, das muss ich wissen. Ich möchte ja nicht, wie soll ich sagen, unsere Crew hier ja vernichten. Oh, neuer Level. Ich bin jetzt schon Level 6. Ja, ja. Oder auch Level 6. Wir haben das so hier. Oh, Entschuldigung, der musste sein. Nee, musste eigentlich nicht, aber er kam halt. Oh, komm du nur her. Ah, du Waldschrat für Muschis. Widerlich. So. Nee, jetzt ernsthaft. Ich hab den fast hier. Die haben... Oh, der Fleischmann. Was, der Fleischmann? Warum? Nee, warte mal. Wie meinst du das? Das stimmt doch nicht, Waffelweib. Sei doch nicht so. Also wenn schon ein Fleischmann hier unterwegs ist, dann bin ich das. The Flashy Man. Ach Gott. Ja, da schießt mir doch einer tatsächlich die Rübe hier hinterrücks ja, vom Kopf runter. Ich guck mich mal nach da hinten um. Nur noch 10 Kills? Oh. The Demon Raun ist immer noch unterwegs. Ja, der kommt hier runter, dann schießt man da ordentlich Granaten hin. Ja, er kommt doch nicht. Der alte Scheißbackel. Buckel. So, das ruckelt jetzt auch hier ordentlich. Was ist jetzt los? So. So, nochmal in den Chat geguckt. Mein Gott. Nur noch 5 Kills? Ah, das ist aber nervig jetzt aber. Okay, das Level liegt mir nicht. Muss ich zugeben, kann man auch besser gestalten für mich. Einfacher in dem Fall. So, naja. Ich halte mich jetzt zurück mit meiner Kritik an diesen neuen coolen Levels. Oh, nur noch ein Kill.
Noch zwei Minuten. Ja, nur noch 2 Minuten? Das ist doch scheiße, Mensch. Hippie-Kacka-Scheißer, würde ich jetzt sagen, wenn ich ein dickes Baby wäre. Was ich vielleicht auch bin. Ja. Oha! Prosim Games! Ah, tut uns Auto hosten. Oh mein Gott, dann muss ich ja noch ein bisschen weiterspielen. Zumindest 20 Minuten. Denn an dieser Mittagsstunde, ja, wie gesagt, eigentlich ja, trinke ich ja was Besonderes hier, während ich mittags spiele. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Aber das mache ich nicht. Aber wir haben noch knapp 20 Minuten. Dann mal schauen, wie das noch sich aus, ja, artet demnächst. Nächste Woche ist wirklich so, dass wir die Technik am Stand haben. Auf den Stand, auf den wir sie eigentlich bringen wollten, schon längst. Aber es funktioniert. Ihr merkt das jetzt auch gerade an einem hoffentlich reibungsfreien Stream. Mit ordentlich gutem Ton. Ich sehe grün. Also grün sehe ich zumindest. Die Frames sind... Ja. Kein Dropping und nichts. Das ist cool. Wirklich cool. Und ich sehe auch gerade, was ich noch sagen wollte, ist... der Ton stimmt hoffentlich auch. Ihr versteht mich. Daniel, Ali, was? Aminati? Ist das nicht das Metall, das bei Wolverine verbaut wurde? Keine Ahnung. Wer ist das? Wer ist das? Nee. Siehst du, deshalb muss ich mich noch ein bisschen mehr mit dem Internet beschäftigen oder verschäftigen. Das kommt demnächst, das muss wieder sein. Also ich habe das auch so ein bisschen so durchsickern lassen, privat zumindest. Das Ganze schaffen die 10 Jahre. Schaffen. Teilweise ja, muss man auch sagen, ein bisschen gratis und so weiter. Oder auch für weniger Geld, als es eigentlich wert war. Mich dann weniger mit dem Internet beschäftigt, auch mit dem Spielen, wie man gerade sieht, skilltechnisch. Das hat mir, ja, eigentlich geschadet. Ich möchte das jetzt ganze, das ganze Thema jetzt wirklich auf ein neues Level bringen. Bisschen mehr spielen, versucht zumindest. Und dann, wenn ich spiele, ja, auch streamen. Ja, und so muss es auch sein demnächst, weil ich hoffe, das bringt uns dann ein bisschen, wie soll ich sagen, größere Biertitten. Ja, weil man tut ja dann automatisch auch ein bisschen mehr trinken. Ja, zum Glück sind wir auf unserem Kanal. Ja, da darf ich das sagen, glaube ich. Markus, du bist doch mein kleines, süßes, fälschliches Butterbärchen. Ich möchte meine Krone abgeben. Du hast mich beleidigt. Nee, hast mich nicht wirklich beleidigt. Aber du siehst, dass die Technik auch, ja, das Licht jetzt stimmt. Auch wenn du es nicht sehen willst. Ja, und ich suche mir, glaube ich, ein neues Level gerade. Kann das sein? Boah, pfui, siehst du hässlich aus. Aber chrom lackiert hier, wie so ein Ferrari. Widerlich. Ja, Markus, du hast natürlich recht. Aber so muss das sein. So ist das heutzutage, glaube ich, in. Ich tue mir auch, das habe ich dem Hut schon gesagt, auch so einen Spielersessel kaufen. Ich tue den allerdings nur auf Pappe aufdrucken und mache den mir hinten dran. Weil das sieht ja eigentlich immer, gibt es doch zu. Ich glaube, die machen das auch nicht anders. Die kaufen sich diese Spielerstühle nicht. Ich habe den Namen vergessen, wie die heißen. Das ist ein reiner Pappaufsteller. Oder die tun das im Greenscreen verankern. Das ist eine 3D, eine reine 3D-Textur. Diesen Sessel gibt es nicht. Er existiert nicht. Er existiert nicht. Und selbst wenn er existiert, will ich da mal mit einer Schrotflinte draufschießen. Weil mich tut das nicht ansprechen. Wobei, glaubt es mir, wenn es mal soweit ist und das Ding wird mir vielleicht mal irgendwann in 10, 20 Jahren gesponsert, hocke ich da einen ganzen Tag drauf, um ihn einzufurzen. Nee, ein Scherz. So, Entschuldigung, wollte ich gar nicht gesagt haben. Der Sessel, genau, Bielefeld gibt es ja nicht, stimmt. Da ist ein wahres Wort gesagt worden. Ja, das ist wirklich. Ich finde das mit den Europaletten aber geil. Das müsste mal jemand machen. Jemand, der, wie soll ich sagen, Selbstwertgefühl hat. So, da bin ich jetzt leider weniger angesprochen. ja, das sollte jetzt gar nicht so rüberkommen, so lächerlich. Aber das mit den Europaletten finde ich geile Idee. Ich meine, stell dir das mal vor, dass dieses Holzgerüst taucht hinter meinem Rücken auf. Dann würde ich mich auch schon so ein bisschen in der Hartz-Area, Hartz-IV-Area zumindest, also Level 4, wohlfühlen irgendwann mal. mal gucken, ja. Die Idee finde ich cool. Die Ausführung wird wahrscheinlich sehr asozial ausfallen. Auch passend für mich, finde ich. So. So, keine Gegner im Spiel. Ja, pff, dann brauche ich ja gar nicht. Oh ja, was sagen wir? Ist ja der Kai Havok-Fan. Willst du nicht sterben? Du alte Food? Hm? Tut gar nicht gut hier. Selbstwertgefühl. Ja, das ist wirklich wahr. Ja, da, ja, Markus, ja, doch, doch. Hast gestorben.
Ja, nee, ja, das stimmt. Ich glaube, da hat man wirklich diese unangenehmen Abdrücke drauf. Das ist wie, wenn Trump mal wieder Angela. Obwohl, nee, da gibt er ja keine Abdrücke drauf auf der, ihre Hintern. Ich glaube, Trump hat es nicht so mit Roboterfrauen, aber. Ist wirklich so. Ich glaube, das ist wie so ein Abdruck vom Trump, so ein Handabdruck. Hier, so ein, ja, Backenklatscher hinterrücks. Das stimmt, das stimmt. Also, wie gesagt, wenn er mir mal irgendwann gesponsert wird, dann doch lieber einen Kasten, ja, ihr wisst schon, Flüssiggold. Aber falls ich mal wirklich auf so einem Teil hocken muss und irgendwann kommt es halt, irgendwann kommt es. Ja, und wenn es nur digital ist, so im Greenscreen eingespannt, mache ich mich über diesen Sitz lustig. Aber auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Man möchte ja die Sponsorschaft nicht beleidigen, nur verteidigen. Ach Gott, guck mal, Nana Bozuka ist tot. Ja, das hast du von deinem Namen, du alte Pumpe. Oh! Weißt du, da kommst du um die Ecke geschlichen, überall mein Team. Aber nein, wem wird der Kopf runtergerissen? Mir, als Erstem. Ja, ist wie auf dem Arbeitsabend, nur noch schöner, schlimmer. Scheiße hier, das kotzt mich auch schon wieder an. Guck mal, wie die alle spielen können, die haben doch alle viel zu viel Zeit. Habe ich das jetzt laut gesagt? Ja, guck mal, wie alle spielen können, wie die alles spielen können vor allem. Die haben doch viel zu viel Zeit. Das habe ich jetzt ernst gemeint. Ja, aber so schlecht bin ich ja nicht. Ein Assist. Ich streiche mir tatsächlich immer wieder über den Hintern. Ja, das ist wirklich so, weil, sagen wir mal so, wenn man mal so eine fleischige Klopf, so ein Geschwulst am Popo hat, das einem, wie soll ich sagen, markiert, man wurde geliebt. Wenn auch, wie soll ich sagen, nur durch diesen Abdruck. Er tut mal da öfters drüber streicheln. Das ist wie so eine, ja, wie so eine richtig große Pustel. So eine, ja. Nee, ich will es, das will ich jetzt nicht in die Kamera sagen. Also das ist schon widerlich, ist ekelhaft, will ich nicht sagen. Aber stellt euch einfach mal vor, Trump wäre ein Eiterpickel und das immer wieder mal ausgedrückt werden möchte. Dann kommt ihr dem Gefühl nahe, das Ganze an einem prächtigen Spiegel zu platzieren. Um auch zu sehen, was da so raus... Jetzt ist gut. Was ist jetzt los? Guck dir mal die Fahrradpumpe an da hinten. Ja, komm du nur her. Er kommt jetzt hier. Guck mal, ist das hervorsehbar? Ist das nicht hervorsehbar? Oh, Blue Wolf ist jetzt tot. Totgeschlagen. Ja, hast du mich nicht gesehen? Havel the Dick habe ich gelesen. War doch nicht der Dick. Dämonenrune taucht gleich auf. Dein Hirn ist schon am Schlafen. Dann möge dir eine Nachricht, zuteil werden, liebes Waffelweib. Ich spiele ja auch nicht mehr so lange. 10 Minuten Minimum noch, aber dann ist auch für mich, für den alten Dr. Hazard oder Dr. Haas, für Kenner, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Zeit für echte Arbeit. Das ist echte Arbeit, ja. Vielleicht bald. Dazu demnächst mehr. Mal gucken, wie sich das noch äußert. Ansonsten muss ich jetzt tatsächlich auch zur echten Arbeit, ja, hinschreiten. Aber naja, wie gesagt, ich versuche noch ein bisschen zu skillen hier. Auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn es nicht so aussieht. Oh, ist der jetzt tot? Oh, der gegnerische Revenant, du dummes Schwefelschwein. Echte Arbeit, ich kenne sie leider auch nur vom Hörensagen. Und sie soll anstrengend sein. Vor allem ganz schlimm ist die echte Arbeit, die minderwertig bezahlt wird. Das ist wirklich so ein Thema, das kann man auch ernst aufgreifen, ganz klar, aber möchte ich jetzt zu diesem Mittag nicht unbedingt, sag mal so, ich möchte mich aus der Realität entfernen, aus der Realität flüchten sozusagen. Und das geschieht jetzt gerade, indem ich in einen Lavatopf falle, den ich als mein Heimatplanet abstempele, wie Krypton, bloß mit Lava, ganz beschissen heißer Planet, da wächst nicht viel, aber was wächst, ist... Oh, ist voll hot, sag ich euch. Wie mein Body, würde ich schon gern sagen. Oh, die Bombe ist unterwegs. Ich mach Scherze. Ah, Waffenleib, du findest wunderbare Worte für, ja, tatsächlich reale Gegebenheiten, die hier stattfinden. Dankeschön. Wunderbar, wunderbar. Ist wirklich so. Ja, warum bin ich nicht vorher drauf gekommen? Dankeschön für diesen, Tipp am Rande, nicht nur am Rande, Tipp vom Feinsten. Oh mein Gott, guckt euch das an! Da ist schon wieder ein Assistant abgeräumt.
Ihr spielt das alle viel zu lange. Warum wird mir hierbei Angst und Bange? Ich sag euch eins, ich höre jetzt auch auf mit Reimen, weil das tut euch wahrscheinlich übel leimen. Denn was ich kenne, das kenne ich viele. Deshalb trage ich auch eine große Brille. Ja, das ist so eine Brille. Ja. Das ist eine Brille aus Käse. Ja, Brille. Ja, der Hut schlagt auch schon die Hände vorm Kopf zusammen, das ist wichtig. Ich hab schon wieder neue Level. Hut, bin ich nicht der Beste? Eine Runde machen wir noch, meine Damen und Herren. So. Wie von den Kassierern dabei raus? Du meinst Kleingeld? Oh, ich bin wieder nicht dabei. Schade eigentlich. So. Sei doch nicht so zu dir, Waffelweib. Das stimmt nicht. Probier's doch mal einfach aus. Ich habe ja früher auch mal, ich war ja ein großer Rapper, Rapper in dem Fall. Hab ganz schlechte Lieder gesungen. Ich glaube, Rapper singen oder rappen die. Ja, das Ganze wird ja Hip-Hop genannt. Was jetzt da der große Unterschied ist, selbst ich als Ice Cube-Fan, das ist mir unbekannt, da kann ich nichts zu sagen. Was mir bekannt ist, was mir leider viel zu oft bekannt ist, ist, dass ich hier ein Medium Mineralwasser zu mir nehmen muss. Am Mittag. Markus, sag mal was dazu. Also, kannst du dir das vorstellen, dass ich mal so weit bin und mittags Mineralwasser trinke? So weit muss man kommen. Wahnsinn. Was? Uralwasser? Ein Viralwasser. Das wäre auch nicht schlecht. So, 28 Tage später merkt man erst, oh, scheiße, ich bin Zombie. Das ist natürlich scheiße, Mensch. So. Oh, Waffenweib, ja. Das lässt mich, wie soll ich sagen, vielleicht erkennen oder fühlen, dass du nicht dringend der größte Hip-Hop-Fan, Rap-Fan bist. Kann es sein? Obwohl, es gibt gutes Stottern. Was ist mit dem Finger los? Was ist das für eine Pistole? Was wollte ich dazu sagen? Es gibt ja auch gute Rapper, allerdings nur früher, also in den 80ern, 90ern. Was jetzt rauskommt, ist unter aller Sau. Hier, also richtig diese Weichspüle. Ja, hier, Geldgrills und Autoscheiße, die ist übel. Das ist, da gebe ich wirklich jedem recht, der sich, wie soll ich sagen, nach der goldenen Zeit hier, die sogar ein bisschen was mit Funk zu tun hatte, abgewendet hat. Weil das, was heute an Rap oder Hip-Hop gibt, oh, ohne Scheiß, also nach Beastie Boys, gibt's nicht mehr Gutes hier, nach NBA, die ganze coole Scheiße, oder auch, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein, ja, habe ich mir wahrscheinlich durch das Mineralwasser weggetrunken, die wichtige Information ist weg, ah, Rock und Metal ist natürlich, ah, ist ja ganz klar, ist ganz klar, ist ganz cool, oh, ja, da möchte auch gefragt werden, was ist da? Also ist jetzt sehr pauschal gefragt, aber was ist so da deine Richtung an Bands? Und sag jetzt bitte nicht Oasis. Nee, aber was ist mit Metallica? Metallica, was ist da? Ist das cool? Ist das cool? Ich hoffe, ich bitte drum. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Oh, die letzte Runde wird noch sehr interessant, das merke ich gerade. Oh! Das ist doch nicht mehr normal. Schon wieder einen Assist bekommen. Ach, du kriegst die Tür nicht mehr vom Pfarrhaus zu. Scheiße. Nee. Nee. Ist das nicht uncool? Ist das nicht uncool, wie ich spiele? Ich finde schon. Oh, da platzen die Köpfe weg. Was ist jetzt los? Mein Gott, Herr. Ey, was ich unbedingt, das habe ich auch schon im Hood im Onkel Shape gesagt, ich möchte unbedingt den Film, The Room anschauen irgendwann mal. Unbedingt, unbedingt. Es ist ein sehr desaströser Film wahrscheinlich. Ich habe da mal nur die Best Scenes angeguckt. Und ich finde, das ist vielleicht doch sowas wie Kunst. Ja, das kann echt sein. Ja, bin ich echt gespannt. Wodka in der Flasche. Das ist, warte, nee, das ist sicher Wodka in der Flasche. Ah, jetzt habe ich es kapiert. So. Was? Ich will keinen verbündeten Harvester, ich will hier jemand erwischen hier in dem Spiel. Ja, aber es sieht schlecht aus. Es sieht sehr schlecht aus, meine Damen und Herren. Was, ein Bratfisch habe ich fallen lassen. Schmeckt der McRib eigentlich noch so gut beim Donalds? Das würde mich noch interessieren. Der hat mir damals mal gut geschmeckt und dann war er irgendwie kacke. Ja, der schlecht geschmeckt. Oh! Das war wieder ein Harvester.
Oh, fett. Ah, ja, warte mal. Ah, Hatebreed. Ah, ja. Oh, da sind aber ein paar, wie soll ich sagen, nicht so alltäglich dabei. Das tue ich aber sehr feiern. Waffelvibe, sehr cool. Ah, gefallener Engel. Sehr geil. Das ist ja interessant. Sehr cool. Da kann man wirklich breit fächern. Und, Indie-Bands sind die besten, hat der Hut auch mir gerade gesagt. Sehr geil, wirklich. Und ey, Hatebreed, sehr interessant. Oh, ja, das kennt man aber auch nicht so hier in einem Mainstream. Was auch noch sehr interessant ist, für Leute, die ich nenne es Gegröle, liebevoll Gegröle, weil ich höre das natürlich auch, aber die nur auf Instrumente stehen. Wie findest du eigentlich Apokalyptika? Das ist zwischendurch auch mal sehr unterhaltsam, wollte ich sagen. Erzfett. Meinte ich. Oh Gott! Guckt euch das an! Ich habe meine sehr unmännliche Stimme wieder aufgetragen. Scheiße! Was war los? Ja, das ist ein sehr guter Anfall, wollte ich schon sagen, Waffelvibe. Sehr gute Idee, weil, wie soll ich sagen, den Mainstream-Scheiß, den hat man ja auch. Nicht nur um das jetzt hier, wie soll ich sagen, ein bisschen herabzuwerten, man hat es ja auch schon tausendfach gehört. Es ist in tut mir leid, Rammstein, liebe Rammsteiner hier. Ich mag natürlich auch Rammstein, aber man hat das halt alle schon gehört zum 500.000. Mal. Die Bands, die sind durch. Ich meine, die haben schon genug verdient. Gebt den Kleinen doch mal die Chance, hier groß rauszukommen. Und dann können sie auch abzuservieren, möchten, haben, dürfen. Aber immer wieder das Gleiche hören, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Gerade bei diesen großen, bei der großen Auswahl hier auf, wollte ich sagen, YouTube. Auch auf Spotify, ja, muss man echt sagen. Wenn man da mal so ähnliche Künstler guckt und so, da findet man, ja, ganze Perlenschaften hier an schönen Sachen. Ist wirklich geiler Scheiß am Start. Ja, komm, mach doch nicht so. Zobe schon wieder, ja. Ja, wirklich guter Musikgeschmack. Gebe ich absolut, der Markus übel recht. Du Stali und, das kenne ich jetzt aber nicht. Da muss man aber merken, Mensch. Das merke ich mir. Moment, lass mich kurz in mein fotografisches Gedächtnis, was ich ja habe. Einspeisen, nee. Blue Stali und Kel. Cell Dweller, bin ich denn doof? Ich habe schon gedacht, das ist was Österreichisches. Ja, so irgendwas aus dem Keller. Ja, sehr geil. Nee, muss ich mal reinhören, Waffelweib. Bekommst du demnächst Info von mir, sobald ich wieder auf Spotify unterwegs bin oder auf YouTube. YouTube eigentlich weniger. Da bin ich eher so der Macher. Ja, nee, ich glaube, die Startseite von YouTube Deutschland hat mir damals schon so unschmackhaft gemacht, da reinzugucken. Ich besuche YouTube, außer als Producer. Als Macher. Sehr wenig, muss ich sagen. Also, da stört mich immer wieder der Scheiß auf der das Zeug auf der Startseite. Das hochgepushte Zeug, das mich nur noch nervt, im Grunde. Es ist widerlich, was da läuft. Und was da immer so groß gesponsert und übermäßig bezahlt wurde und hochgereicht wird, da ist es ja genauso. Die kleinen YouTuber sterben langsam aus. Es gibt ja nur noch diese, ja, zumindest von der Größe her gesehen, also von den Aufrufen her gesehen, Fettsäcke, die ja sowieso schon genug haben. Das ist traurig, aber naja, da können wir selber ein Lied von singen, Hut. Stimmt das? Sehen wir kleine YouTuber, die niemand guckt? Ja, wir sind, sagt der Hut. Ja, wir sind. Wir existieren tatsächlich noch. Aber wie lange, weiß man noch nicht. Das mache ich. Ah, Wings of Icarus. Oh, da höre ich rein. Da höre ich nachher wirklich rein. Danke, Waffelweib. Echt, also da bin ich mal wirklich auch gern offen für Neues. Weil zwischendurch, ey, ich sag dir es, immer wieder das gleiche Zeug hören. Macht einen kaputt. Macht einen echt kaputt. Ja, wirklich. Ich bin ja manchmal schon sehr asozial, muss man echt sagen. Ja. Ja, wo ist jetzt ja die Krampfader hin? Nee, 10 Kills nur noch. Und ich bin so schlecht. Das ist ja nicht mehr unter aller Sau. Das ist ja sehr schlecht. Och, nee. Das gibt's. Oh, Entschuldigung, das war viel zu früh. Jetzt komm, jetzt scheiß mir doch eine Pfanne gegen die Haare. Gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt los? Ja. Mein Gott. So weit ist schon gekommen, meine Damen und Herren. Da heißt jemand Havel the Rock. Ist bestimmt so ein richtig cooler Insider-Name. Naja, das war die letzte Runde, meine Damen und Herren. Das stimmt nicht, Waffler. Das stimmt nicht. Ohne den Chat wäre ich ja total gut.
Scherz. Nee, ich habe das gerne. Zwischendurch mal in den Chat zu gucken. Ganz wichtig vor allem für mich. Weil ich eigentlich, Markus kennt das. Nein, kennt mich. Sehr asozial bin. Also nicht so sozial aktiv bin. Und ich möchte das auch ändern. Und ich finde das eben jetzt schon allein hier zu wissen, was so der Musikgeschmack ist, ist für mich sehr wichtig, auch persönlich, auch auf eine sehr egoistische Art und Weise, damit ich mehr Bands in meine Playlisten reinsammeln kann. Das ist sehr wichtig für mich. Nee, Waffelweb, da gebe ich dir Unrecht. Ihr seid nicht schuld, ihr seid cool, das meine ich auch so. Und jetzt, zumindest jetzt, zu diesem Zeitpunkt, muss ich den Stream beenden, aber bin demnächst wieder da. Hoffentlich auch besudelt von hopfenartiger Art und Weise oder unartig. Und ich wünsche euch da draußen Waffelvibe Markus Simpex. Und wenn Blue Panda nicht noch in der Dusche ist, dir auch noch einen schönen Mittag euch zusammen. Und man sieht sich nächste Woche ein bisschen frequentierter, ja, mehr sozusagen. Auch wenn das sich wirklich schlimm anhört, mehr von mir. ja. So soll es geschehen, meine Damen und Herren. Ich möchte jetzt auch nicht so ein Riesenthema daraus machen, weil ich komme wieder, keine Frage. Und wenn, das kennt Markus. Tut euch da, jetzt finden wir die Worte, was ich damit sagen wollte. Ich bin Sir Camelot. Nennt mich einfach so. Ach so, ja, das macht doch nicht. Nee, das wäre doch cool. Nee, das tun wir mal noch Regelwaffel ab. Ganz klar, ganz klar. Nee, das kriegt man auch ohne diese ganze WhatsApp-Scheiße hin. Weil, ja, WhatsApp ist ja auch überbewertet, glaube ich. Ist gar nicht so coole Scheiße. Ich finde das ganze soziale Zeug ja gar nicht so prickelnd. Aber ich finde das so im Chat, wenn man das live macht hier, so live Camelot-mäßig macht, schon cool. Das finde ich cooler. Das ist lebendiger. Weil man hat ja, wenn man auf WhatsApp oder so ist, also diese ganze zeitversetzte Scheiße, da kann man immer wegklicken. Obwohl man dann natürlich gesehen hat, dass der andere das gelesen hatte und dann natürlich standesgemäß beleidigt ist. hier muss ich ja agieren, weil sonst sagen die Leute, ja, guck mal, der Hazard, mal was ganz Neues, ist eine ganz blöde Sau. So, Hood ist angestrengt. Oh, Hood, oje. Ja, wie läuft es eigentlich, Hood, wenn man es mal so gefragt haben darf? Gut. Ja. Das ist cool. Also der Hood bereitet gerade das... Oh, jetzt muss ich mal hier raus. Bereitet gerade... einen neuen Klassiker vor, nach dem Knochenbrecher vom Wichtelberg 2. Tatsächlich kommt auch noch Braindead 2. Ja, mit Leerzeichen. Ist unser neuer Klassiker in the making. Der Hut schneidet sich da gerade übel die Finger wund dran. Aber was ich gesehen und gehört habe, macht mich jetzt schon krank. Ich bin krank geworden davon. Auf eine sehr positive Art und Weise. Und meine Damen und Herren da draußen, genug des Geschwafels. Nochmal kurz hier reingucken. Ja, das stimmt. Ach, Markus, das ist nett, das ist nett, ist wirklich nett. Oh, das wäre schön. Zum Musik-Requesten. Ja, 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 absolut. Ja, gerade noch im Chat durchgelesen. Waffelhype, we stay in contact, ganz klar. Markus, mit dir, kleiner süßer Butterfee, sowieso. ja, sowas sollte jetzt demnächst öfters passieren. Wurde schon tausendmal gesagt, klar, wir wissen das, aber es ist ja nicht auch ohne Grund, dass wir sehr wenig streamen derzeit. Aber es kommen wahrscheinlich bessere Zeiten auf euch zu. Oder schlimmere Zeiten, so wie man es nimmt. Also wenn wir jetzt öfter streamen, ist das für euch natürlich schlecht. Vor allem Markus ekelt sich jetzt schon davor. Und ich hoffe, das ist auch so gewünscht. Ja, meine Damen und Herren, das wär's für mich. Zumindest für diesen Mittag. Dankeschön, ganz großes Dankeschön auch an Nerdwars, der uns gehostet hat. Und ProSieben Games. Ja, gerade wie auf Stichwort herausgeplumpst. Sehr geil. Schlimmer wird es auch. Ja. Ey, muss ich den Abschied eigentlich immer so in die Länge ziehen? Es war doch als Quickie gedacht, mein Gott. Ich möchte nicht meine Handynummer da lassen. Das Geld liegt auf dem Tresen. Ich verschwinde jetzt. Tschüss, meine Damen und Herren. Ich muss gleich kotzen. Tschüss von mir selbst. Dankeschön, Hood. Mach die Pumpe aus. Mach die Pumpe aus, Hood. Sind wir noch online? Mach das Ding aus. Tschüss und alles Gute da draußen. Achtung. Tschüss. Tschüss.